Moin Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Folge Heroes of the Storm. Diesmal nicht Noob on Tour. Ich denke mal, es ist endlich soweit. Es geht jetzt das erste Mal in die Heldenliga. Ich bin jetzt Level 33 insgesamt und habe meine 10 Heroes freigeschaltet. Und ihr könnt live dabei sein, wie ich das erste Mal in die Heldenliga einsteige. Wie ihr seht, 0 Siege, 0 Niederlagen. Das heißt, ich steige zum ersten Mal ein. Und ich würde sagen, geht's auch gleich los. Bin sehr gespannt, was mich erwartet. Die Heldenliga ist ja so, dass man keinen festen Char auswählen kann, wie bei dem Random-Modus, sondern es ist ja sozusagen so ein Würfeln. Das heißt, man kann nacheinander die Heldenliga auswählen. Ich bin jetzt auf Platz 4. Gucken wir mal, was alles gewürfelt wird. Nova ist dabei. Ich würde gerne mit was mache ich denn? Mit den guten alten Zagara. Ich würde gerne Zagara bekommen. Herr Illidan ist dabei. Kennt No, okay, keine Nova wird oben schon Grenzen. gewürfelt. Goku hat sich noch nicht entschieden, was sie wählt. Oben haben wir einmal Kleiner. Ich bin Okay, bereit. Vala. Okay, drüben haben sie sich schon mal für Kleiner entschieden. Zeit losgehen. We need a tank. Ocarina haben sie entschieden. And the Healer. Also ich möchte ungern eigentlich hier ist mal Lili. Tank and Support. Okay. Tankfahrer. Jetzt bin ich etwas unentschlossen. Ich würde eigentlich gerne Zagara wählen. Ja, ich würde gerne Zagara nehmen. Ja, ich würde gerne Zagara. Nichts hält den Schwarm auf. What not Tank? Ich habe eigentlich auch keinen Tank. Ja gut, er wählt Muradin. Tyrande. Also mit Moradin haben wir einen Tank, zwei DDs. Ich spiele den Supporter. Also wie gesagt, das ist der Supporter im Malfurion. Okay, die drüben So haben diene ich. Zeratul. Super. Hasse ich. Trainer, ein Tank, Heiler. Genau, zwei Möge ihr DDs, genau Jungen dasselbe. Stärke gewähren. Okay, ich denke mal, die Teams sind gefühlt sehr gut ausgeglichen. Bin sehr gespannt, sind über die gleichen Klassen. Ein Tank, zwei DDs, ein Supporter und ein Spezialist. Und wir sind auf dem Weg Drachengärten. Die Map finde ich jetzt für den Einstieg gar nicht so gut. Spiele ich im Endeffekt nicht so gerne, weil sich das Team hier eigentlich großflächig immer aufteilen muss. Und mit Sagara bin ich eigentlich ungern im 1v1 unterwegs, sondern mehr in den Gruppenmatches. So einzelnen Talenten sage ich jetzt während den Matches gar nichts mehr. Ich denke mal, zu Sagara habe ich jetzt schon, glaube ich, zwei Videos gemacht. Wir gucken mal, wie sie sich aufteilen. Ich würde gerne auf die untere Lane gehen. Was habe ich hier? Malfurion. Aggro Bot. Na gut, da muss ich Mittel gehen.
5, 4, ja, dann machen wir Mittel. 3, 2, auch wenn ich die Mittellane nicht so gerne mache. Lass die Schlacht beginnen. Unsere Rache wird kommen. So, wir versuchen gleich mal zu pushen. Na gut, Asmodan ist mal in Konkurrenz. Aber ich muss ein bisschen aufpassen. Zeratul ist auch in der gegnerischen Mannschaft. So, wir legen mal unsere schön unsere Kriegertumore überall hin. Ich muss sagen, vor Zeratul habe ich ein bisschen Panik. Ich bin mal gespannt, ob die Leute auch den Berstlingen mehr ausweichen. Obwohl ich von der Heldenliga gar nicht gelesen habe, dass das teilweise sehr kritisiert wird, dass manche behaupten, Level 30 ist noch zu gering. Mit Asmodan habe ich natürlich einen guten Gegenpart. Mir geht das Mana aus. Okay. Ich würde gerne versuchen, das zu bekommen. Habe ich aber ohne Mana natürlich keine Chance. Ja, gut, werde ich nicht bekommen. Muss ein bisschen aufpassen, dass ich mit Zeratul nicht in die Quere komme. Oben haben sie den Schrein inzwischen verloren. Da ein bisschen allein auf meine Lane. Jetzt haben sie wieder den Schrein angenommen. Ja. Und keine Chance. Nee. Komm an den scheiß Schrein nicht ran. Geht auch. Geht auch das Mana irgendwie aus. Ah, komm. Hey, der wird doch wohl nicht meinen Turm kaputt machen. Ja, ich habe keinen Mana, um was gegen den zu machen. Das ist echt bescheiden. Ich habe halt immer die Gefahr, dass der gute Zeraton mich hier abfängt. Deswegen möchte ich gar nicht so weit rausgehen. Ärgert, dass ich in einen Turm hier verloren habe, um hier zu gehen. Wählt ein Talent. Mir geht's tierisch auf die Nerven. Dass ich kein Mana habe. Ich kann aber auch meine Position hier nicht verlassen, weil wenn ich jetzt zurückgehen würde, dann würde der gute Asmodan die Chance nutzen und ziemlich gegen den Ding hier pushen, gegen die Türme. Aber das werde ich jetzt mal riskieren wahrscheinlich bei uns. Oh Mann! Ey, wie ich nichts gegen ihn machen kann mit Standardattacken. Das geht mir so auf den Sack. Ey, ohne Mana machst du halt nichts gegen Asmodan, ne?
geht auf allen Ebenen. Mana ist einfach zu krass. Also gegen Asmodon habe ich echt einen starken Gegner Konterpart bekommen. Oh, jetzt zieht sich zurück. Ja, ich würde auch gerne den Drachenräder einnehmen. Aber ich habe hier einen nervigen. Das hilft nichts. Ich muss mich jetzt zurückporten. Auch wenn ich die. Ah, ich kann mich noch nicht zurückporten. Ich bin jetzt voll in der Klemme. Krieg aber von oben und von unten auch kein Dangerbot lost. Okay, scheiße. Ja, das ist die ganze Zeit, was mir schon. Ja, was ich die ganze Zeit schon Panik hatte. Ja, das war die ganze Zeit, was ich schon vermutet hatte, dass mir irgendwann mal der gute Zeraton hier. Und die haben es sofort erkannt, die haben die eine Lane freigekriegt und haben sofort hochgepusht. Weil Asmodan hätte auf keinen Fall alleine den Ding gekriegt, da hätte ich ihn abhalten können. Ja, kipp mich doch weg. Gewesen. Oh, schön gesetzter Ding. Schön gesetztes Stasis-Feld. Das war echt klasse. Da können wir nochmal schön reinhauen. Okay. Das war das Ulti von Illidan. Sehr schön gemacht. Oh, meine Bastille gehen jetzt nichts. Okay, wir haben jetzt auf unserer Lane eine Festung verloren und die haben noch gar nichts verloren. Oh, kann ich gar nicht so behaupten. Aber denen ist noch alles safe. Ja, wir gehen ja schon das Schützen. Held top, yes. Bin schon unterwegs. Malfun ist oben, die Pop bereits zu verteidigen. Ah, sehr schön. Das war ein guter Konter. Sehr schön von Illidan gemacht. So, wir gehen jetzt die untere Lane zu verstärken, weil oben sind schon genug. Und wir versuchen jetzt die untere Lane zu verstärken, damit der gute Muradin unten ein bisschen Unterstützung bekommt. Der Drache wartet. Befreit ihn und vernichtet eure Feinde. Gute Frage. Wer geht jetzt hoch? Asmodan ist natürlich jetzt voll in der Mitte pushen, weil ich weg bin. Okay. Weil wir hier weg sind mit Rainer. Die Stärksten werden überleben. Nein. Boah. Helft unserem Verbündeten. Nee, keine Chance. Muss mich zurückporten.
Oh, jetzt sind die oben schön pushen, ey. Hatten die Top gemacht? Warum ist die Top jetzt hinüber? Da kommt Moradin. Genau, Moradin ist jetzt unsafe. Oh. Ist natürlich Asmodan jetzt auch voll am pushen. Krieg ich ihn? Fuck. Oh nein, ich hab zu viel gemacht. Oh, jetzt hab ich mich dazu verleiten lassen, ihm zu folgen. Oh, anstatt abzubrechen, echt. Ist immer noch ein Fehler, den ich immer noch leicht mache. Ah, sieht es halt ganz schlecht für uns aus. Wir haben 2 Level Differenz. Oben rund zur Top-Lane ist gebrochen. Unten, ja, und sie haben den Drachenritter auch eingenommen. Moradin halt unten. Ja, ich weiß, was Moradin unten macht. Oh, ich glaube, das wird ein schneller Lose. Fast finish, we lose. Don't death. Na, super. Verstehe ich nicht, warum die Leute immer so schnell teilweise aufgeben. Schick mich doch weg. Never. Ey, wie ich das hasse, dass die Leute immer dann zugleich so, oh, wir verlieren. Oh, der nervt. Ooh, 100%. Da kommt aber vorne ein Ulti rein. Also muss sagen, der Asmodan macht seinen Job sicher gut. Never give up, never surrender. Das ist ein guter Job. Ja gut. Ich glaube schon, jetzt haben wir 3 Level Unterschied. Ich bin zwar auch immer sehr, sehr euphorisch und gebe ungern auf, aber ich glaube, das wird, ja, finde ich aber schade. Das Match davor, wo ich nicht aufgenommen habe, habe ich gewonnen, aber natürlich nicht in der Liga, sondern schnellen Matches. Ich muss sagen, der gute Asmodan hier macht seinen Job richtig gut. Ja, machen wir noch Schaden. Ja, der gute Moreni hat schon aufgegeben, wieder zu spielen. Na gut, 30%. Machen wir Schaden. Ich mache alle Schaden. Okay, schauen wir mal, wie wir die Statistiken sehen. Heldenschaden. Wow, okay. Höre ich die Liste komplett an. Gebäudeschaden. Bin ich auch top. Okay. War das erste Match in der Heldenliga. Ich hoffe, es hat euch doch etwas gefallen. Auch wenn ja, wenn es leider dann loose war. Aber wie gesagt, ich glaube, so dumm habe ich mich gar nicht angeschillt. Und ich denke mal, von den Statistiken her kann sich sehen lassen. Muss mich jetzt nicht beschweren. Und ich würde mich über die Kommentare jeglicher Art freuen. Besonders, wie gesagt, über meinen Kommentarstil. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao, euer Blugrum.